Willkommen zu den Nintendo News im September. Ubisoft hat das Erscheinungsdatum für Watch Dogs bekannt gegeben und ein paar Neuigkeiten zu Amiibo gibt's auch noch. Wie bereits angekündigt, fangen wir heute mit Amiibo an. Ab sofort ist es möglich, Marth, Yoshi, Link, Samus, Wii Fit Trainerin und Pikachu für jeweils 15 Euro auf Amazon vorzubestellen. Was man jetzt von dem Preis hält, muss jeder selber wissen. Ich finde, das ist viel zu teuer, aber ich glaube auch, der wird nochmal ein Stück nach unten gehen. Laut Ubisoft kommt Watch Dogs für die Wii U am 20. November heraus. Nun kann die Hackerei endlich wieder beginnen oder überhaupt mal anfangen. Yay! Zitat HGM, ich habe deinen Computer gehackt. Neuigkeiten von Bayonetta gibt's auch. Ihr könnt sie ab sofort in ein paar richtig geilen Cosplay-Kostümen bewundern. In Super Smash Bros. Für den 3DS wurde ein Bug entdeckt. Es gibt dort einen Modus, wo ihr keinerlei Items verwenden dürft und Peach macht auf der unten B-Attacke eine Aktion, wo sie ein Gemüse aus dem Boden holt und dann werfen kann. Und das erkennt das Spiel wohl als Item an. Mittlerweile wurde der Bug aber behoben und wird so gar nicht erst bei uns in Europa auftreten. Auf der TGS 2014 wurden für Monster Hunter 4 Ultimate 3 neue Feline-Begleiter angekündigt. Hier könnt ihr den Trailer sehen. Viel Spaß! Und jetzt mal wieder was für alle Sammelfreudigen unter euch. Es gibt eine Limited Edition mit diesem Design für den New Nintendo 3DS. Und zu guter Letzt noch, Nintendo hat genauso wie bei der Mario Kart 8 Bonusspielaktion eine 3DS Bonusspielaktion geplant. Dafür müsst ihr einen der drei angegebenen Geräte registriert haben und Super Smash Bros. Für den 3DS, Pokémon Omega Rubin oder Alpha Saphir. Und dann bekommt ihr Monster Hunter, Zelda, Yoshi's New Island, Kirby Triple Deluxe, Mario Golf, World Tour, Mario Party oder Pokémon Art Academy. Dann wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.